Achim Weidner von der Media Lab Internetagentur hier in Rüsselsheim. Corona hat viele Unternehmer hart getroffen, existenziell. Und viele müssen aus der Not eine Tugend machen und müssen jetzt versuchen, ihre Geschäfte, die ja darauf beruhen, dass Menschen zu ihnen kommen, im Internet abzubilden, im Internet zu erscheinen, im Internet sichtbar zu sein. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo wir mehrere Tage, ja Wochen eingeschränkt sind in unseren Handlungsfähigkeiten, wird das Netz natürlich wichtiger. Deswegen hat der Gewerbeverein eine Ideenbörse für kleine Betriebe ins Leben gerufen, um mit Beispielen zu zeigen, wie man jetzt aus der Not eben eine Tugend macht und das Netz nutzen kann, um Kontakte zu seinen Kunden zu halten, zu neuen Interessenten aufzubauen, aber auch neue Services aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ich habe ja 25 Jahre Erfahrung mit dem Internet, mit Social Media, hier Rüsselsheimer Unternehmen kostenlos, also für die, die jetzt einsteigen, die jetzt dringend Hilfe brauchen, in den nächsten Wochen auch kostenlos unterstützend zu unterstützen oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sie jetzt ihre Netzaktivitäten starten. Denn einfach nur eine Webseite auflegen ist schon schwierig genug. Es ist mit technischen Fragen, mit rechtlichen Fragen verbunden. Aber auch Datenschutz will gelernt und gelebt sein. In diesem Sinne findet ihr hier unter dieser Seite, diesem kleinen Videobeitrag, einen Link auf meine Firmenwebsite. Und ich bitte alle diejenigen Rüsselsheimer kleinen Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt sozusagen aus der Not eine Tugend machen und ins Netz starten, Kontakt aufzunehmen. Und dann werde ich versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, selbstverständlich kostenlos mit Rat und Tat dabei zu sein, sie zu unterstützen, ihnen den einen oder anderen Hinweis, Handreichung zu geben, damit sie jetzt im Netz präsent sind. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Jetzt müsst ihr, auch wenn ihr euren Laden zu habt, Social Media betreiben, müsst versuchen, Kontakt aufzumachen. Und hier ein Gruß an die Susanne Junginger, die ja jetzt an diesem Wochenende vorangegangen ist mit einem super Video, und andere folgen. Und das kann natürlich nur der Einstieg sein, nämlich diese Kanäle aufzubauen, damit sie sozusagen auch auf langer Frist, und es geht ja auch wieder nach der Corona-Epidemie wieder bergauf, dass sie dann am Markt sind. In dem Sinne, Glückwünsche, Grüße an meine Unternehmerkollegen, Unternehmerinnen, Kollegen, auch vom Gewerbeverein. Wir müssen jetzt als Unternehmer zusammenhalten. Deswegen mein Angebot für den oder diejenigen, die das Internet und Social Media Neuland ist: wählt diese Seite, kommt auf meine Seite, kontaktiert mich und dann können wir zusammen was auf die Beine stellen und wie gesagt aus der Not eine Tugend machen.